Hallo liebe Elektroauto-Fans und Jeep-Liebhaber, wir müssen heute gleich zwei Zielgruppen ansprechen, denn für die einen ist es die logische Konsequenz und für die anderen sicherlich zunächst ungewöhnlich. Wir werfen nun gemeinsam einen ersten und exklusiven Blick auf den brandneuen Jeep Wagoneer S, der 2024 auf den Markt kommen wird. Zunächst in den USA, anschließend auf allen relevanten Key-Märkten. Ein Meilenstein in der Welt der Elektromobilität und ein weiterer spannender Schritt für Jeep. Damit begrüße ich euch ganz herzlich hier auf Electric Drive, eurem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Magazin. Wir haben genau dieses eine Foto. Mehr haben wir leider nicht zur Visualisierung, dazu noch drei technische Daten, dennoch möchten wir darüber sprechen. Der Jeep Wagoneer S bringt es auf satte 600 PS, das entspricht ungefähr 441 Kilowatt an Leistung, denn wir pflegen ja Kilowattangaben zu feiern. Diese Power ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen pro Stunde in nur 3,5 Sekunden, sprich für den Sprint aus dem Stand auf 100 km/h vergehen definitiv weniger als 4 Sekunden und als echter Jeep. Jeep verfügt der neue Jeep Wagoneer S über einen rein elektrischen Allradantrieb bei Jeep 4XE genannt. Nun gut, bis dato war uns bekannt, dass die STLA Large-Plattform Batteriekapazitäten zwischen 101 und 118 Kilowattstunden aufweisen soll. Die Fahrzeuge sollen dabei bis zu 5,27 Meter lang und 2 Meter breit sein. Damals sprach man noch von einer Höchstleistung von 330 Kilowatt. Ob das pro Motor oder für den kompletten Antriebsstrang galt, entzieht sich aktuell unserer Kenntnis. Aber wir haben noch Hoffnung, denn damals war das EDM3-System sowohl als 400-, aber auch als 800-Volt-System geplant. Verlassen wir damit die Bühne der Spekulation und kommen zurück zu unserem Jeep S. Das Äußere des Vergenier S ist ein Blickfang. Sein aerodynamisches Design wird durch einen einzigartigen LED-beleuchteten Jeep-Kühlergrill mit sieben Schlitzen ergänzt, der für diesen SUV exklusiv ist. Die sonst eher geschlossene Frontpartie verfügt über schmale Scheinwerfer, einen durchgezogenen LED-Lichtband bis in die Tagverleuchten und wir erkennen hier eine muskulös gestaltete Motorhaube. Wir sind gespannt auf den neuen Jeep Vergenier S, auf die neue STLA Large-Plattform und auf das, was alles 2024 noch so passiert. Ihr auch? Dann hinterlasst gerne ein Abo hier auf diesem Kanal, damit ihr nichts verpasst. Ein Like für das Video wäre auch nett und natürlich eure Meinung zum Jeep Wagoneer S in den Kommentaren. Bis zum nächsten Video. Liebe Grüße aus der Electric Drive Redaktion. Euer Jens. Ciao.